Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Shadow of the Tomb Raider. Sieht die Zauberkiste überhaupt aus? Sieh dir das an. Bitte da gerne in Deckung bleiben, bitte. Soll ich auf ein Leuchten achten oder auf ein mystisches Summen? So, jetzt schön von Deckung zu Deckung. Seid ihr nur zu zweit, oder? Aber das ist doch wesentlich angenehmer. In dem Bereich ist nicht. Stimmt, hier ist wirklich nichts. Ist doch von irgendjemandem gesehen. Frage ist nur von wem. Ich will endlich die Schatulle sehen, von der ich so viel gehört habe. Wir hätten halt hier Rauchdinger. Das ist eine Sackgasse. Zum letzten Mal. Ich hab die vielleicht etwas. Ja. Ah, wie denn? Ich war doch in Deckung. Scheiße! Was? Ich brauch keine Waffen, das ist natürlich super. Keine Munition mehr! In Deckung! Ist ja echt super. Wieso bin ich denn da entdeckt worden? Ich war doch in Deckung. Ich habe nur das Zeug runtergenommen. Ist da was? Ich bin immer noch nicht überzeugt, dass die Schatulle wirklich existiert. Hast du irgendwas? Alles klar. Sieh dir das an. Was gibt's, Chief? Der Sektor sieht leer aus. Würde ich auch sagen. Hier ist sie nicht. Zum letzten Mal. Wir haben hier, hier und vielleicht hier gesucht. Siehst du das auch so? Ich weiß nicht. Ist das wichtig? Wenn wir was übersehen haben, sollten wir alles nochmal durchgehen. Ja, das stimmt. Okay, steht der Fluss jetzt höher oder niedriger als vorhin? Hör auf, Mann, frag mich doch nicht immer sowas. Als Operation Einsamer Wolf das letzte Mal abgeblasen wurde, habe ich alles vergessen. Ich hab satt, für diese Arschlöcher einzuspringen. Auch. Das war sehr knapp. Mann am Boden! Findet ihr ich muss dieser Sache auf den Grund gehen. Aha. Genau, geht der Sache mal auf den Grund. Du gehst voraus. Suche bestätigt. Feind in Sichtweite! Feind ist getarnt! Das treibt dich aus deinem Versteck! Ach, so geht's halt auch. Ich hätte gerne Waffen. Aber wohl noch nicht. Dafür habe ich nicht genug Platz. Wir hätten auch hier ganz außen rum können. Ah ne, hier kamen wir her, okay. Ja, auch nicht so rund gelaufen. Mir fehlt's auch echt an Bewaffnung gerade. An Möglichkeiten, hier mal in Ruhe schleichen zu können. Ha.
raus, Team. Warum sucht ihr immer noch die Schatulle? In eurem Bereich sind Feinde. Nun, Dr. Dominguez. Dominguez ist mir völlig egal. Findet Lara Croft und tötet sie. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Okay. Hm. Findet Lara Croft. Wie denn? Dafür sind wir doch viel zu wenige. Das war eine Forschungsoperation. Wir verteilen uns und machen das Beste draus. Ich gehe darüber, du bleibst hier. Ja, finde ich gut. Mach das mal. So, du rufst halt leider genau in meine Richtung, oder? Du hast was gesehen. Ich habe ein komisches Gefühl. Hm, ich auch. Tötet alles, was sich bewegt. Okay, dann geh halt nochmal. Er hat da die Leiche gesehen. Gern darüber, ohne dass die mich sehen, aber ich glaube, das kann ich knicken. Geht doch nochmal da weg, hier ist nichts. Verzieht euch. Raupen oder Rautenformation? Ich glaube, so einfach komme ich da auch nicht rüber. Bist du jetzt ertrunken da unten? Waffen wären halt cool. Oder halt bessere Möglichkeiten zum Schleichen. Lose Rautenformation. Verstanden, Teamleader. Bin unterwegs. Wir nah. Sichert nach allen Seiten. Doch nichts mit Raupen. Okay, also den scheint es wirklich zerlegt zu haben. Kann halt nie hier ungesehen rüber, wenn die ganze Zeit in ihre Richtung hier gucken. Lenkt die doch mal ab. Guckt mal weg, dass ich mal hier Zeit habe zu reagieren. Das Kinders. Ich auch. Ein echt wasserscheu zu sein. Wie gesagt, wäre schöner, wenn das etwas runtergehen würde mit dem Schleichen, aber es geht halt nicht. Da sind die viel zu aufmerksam, die Gegner gerade. So, mal gucken, wo es die nächste Gruppe kommt. Oh, Scheiße. Gerade was gelandet? Cardinal 2, wie ist Ihr Status? Prima 6, gesichert. Kappa Team, wie ist Ihr Status? Im Kampf, alles im Griff. Crofts Freund ist entkommen. Wir verfolgen ihn nach Juliet 3. Komm schon. Du musst da hochklettern, ja. Ich sehe Vorbebenschäden in Juliet 3. Ein Felssturz hat die tertiäre Pumpanlage zerstört. Keine Brände. Die Zugangsstraße zu Kilo 2 ist durch umgestürzte Bäume blockiert. Okay, hier ist sogar nicht mal jemand. Klar. Das sind Aufzeichnungen eines Söldners über seine Aufträge für Trinity. Mexiko, Kenia, Sibirien. Ich hatte die Jüngere auch im Fadenkreuz, aber Rourkes Befehl lautete, sie in Ruhe zu lassen. Das ist der Dreckskerl, der Anna erschossen hat.
Das war am Ende vom ersten, vom zweiten Teil. Ich erinnere mich. Oder war das beim Epilog? Was zum Teufel? Was zum Teufel mache ich überhaupt hier? Onorato ist tot, die Schatulle ist weg. Jonah, Gott, falls ihm irgendwas zustößt. Verdammt nochmal. Wir haben leider erstmal nichts. Basteln wir aber noch unsere neuen Outfits zusammen. So, Nahkampfwiderstand. Vielleicht mal den Projektilwiderstand. XP, obwohl. Irgendwie ist das immer noch am besten. Den Eindruck. Da, aber gut, das läuft soweit und Waffen haben wir jetzt leider keine mehr. Aber wir können noch ein paar Fähigkeiten nutzen. Was haben wir denn da? Täuschung. Wann und wie ich das mal einsetzen werde. Komm, nehmen wir mal die besseren Preise mit. So, haben wir noch nicht. Was so? Okay, 10 und C kontern und dann ausweichen und dann drauf kontern. In Ordnung. So, und das brauche ich ja dann zum Freischalten nachher. Ich glaube, so langsam wird's. So, neue Waffen verfügbar. Wo? Hier bei den die Outfits habe ich jetzt, glaube ich, alle, oder? Der dritte Teil sein. Der 2, ja. Darkness. So, aber dann hätte ich hier dann wieder die Stealth-Dinger. Waren das andere? Ja. Hallo Lara. Wer spricht da? Ich vermute schon seit Mexiko, dass du meine Kommunikation abhörst. Rourke. Commander Rourke. Du hast mich abgehört und jetzt höre ich dich ab. Noch ein Vorbeben. Wie fühlt sich das an, für all diese Katastrophen verantwortlich zu sein? Für all das Leid? Ich weiß, was ich getan habe. Dein Blick, als Dominguez es dir gesagt hat. Aber du musstest diesen Dolch haben, richtig? Ja, irgendwie schon. Ich hoffe, das hier fängt nachher nicht an zu brennen. Wahrscheinlich aber schon. Außenposten. Croft ist unterwegs zu euch. Findet sie. Croft ist direkt an den Jungs am Strand vorbei. Das darf nicht passieren. Wir durchsuchen alles. Was Interessantes in der neuen Lieferung? Thermobrillen, Gentlemen. Ich gehe voraus. Ich hab was. Wo? Okay, dann guck mal. Falscher Alarm. Irgendein Tier. Okay, ihr könnt also dich... Kriegen wir jetzt bald Licht oder was? Ich krieg sie nicht zum Laufen, wenn du mich so weiter nervst.
Warum überhaupt plötzlich diese Hektik? Brooke hat gesagt, Croft, Taste wieder gedrückt. Ach, verdammt! Okay, ich beeil mich. Dann macht mal. Es geht los. Er kommt sicher gleich wieder. Vermutlich. Jo, denke ich auch. Muss irgendwas sein. Stellt alles auf den Kopf. Roger, Teamleader. Gern jemand von euch ungesehen. Bleibt möglichst dicht. Zeit gesehen ist nicht. Keine Schande aufzugeben! Naja, noch später. So, wie gesagt, die Zeitfenster, dass die ungesehen sind, sind viel zu kurz. Dafür habe ich nicht genug Platz. Noch da hoch können. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Ja, ist ja okay. So, Ablenkung. Wo denn hier Ablenkung? Gut, da hinten geht's weiter. Habt's hier da oben noch irgendwas Tolles? Okay, wäre auch nur ein Rückzugsort mit ein bisschen Möglichkeiten hier rumzumachen. So, Ablenkung zu werfen. Verdammt, Männer, benutzt die Brillen! Findet sie! Guten Abend, Traf. Guten Abend, Sam. Siehst du jemanden? Hier ist nichts. So, auf Wiedersehen. Das war's dann mit dir soweit. Wenn von euch ist wieder einer mal ungesehen. Der hinten ist ungesehen. Bringt mir aber nichts, weil ich nichts habe, um hier mal dran zu gehen. Diese verdammte Lara Croft. Wir müssen sie aufhalten. Keine Sorge. Das werden wir. Ach ja? Wegen der neuen Ausrüstung oder was? Nein, aber wegen Rook. Das sind ja auch noch welche. Du bist leider gerade gesehen. Könnte man hier einen Doppelkill machen? Ist doch unheimlich genug, etwas in diesen Ruinen im Dunkeln zu suchen. Bei der Jagd mit meinem Dad war es immer genauso. Nur, dass die Ruinen gruselige Baumstümpfe waren. Okay, hast du Hinweise? Keine Beute kann sich ewig verstecken. Jeder macht irgendwann mal einen Fehler. Ein kleiner Ausrutscher. Alles ist vorbei. Hm? So, die Herren. Ich muss rausfinden, was hier läuft. Ja. Macht euch kampfbereit. Bereit machen wir voraus. Wie viel haben wir denn? 2. Ei.
was seht, eröffnet das Feuer. Verstanden. Leite Suche ein. Jetzt müssen wir schon mal einiges hier dezimieren können. Ah, wer ist denn alleine? Okay. Wie gesagt, Fenster sind irgendwie ein bisschen kurz. Das kannst du doch besser. Das wird dich raustreiben. Ja, ich glaube ja nicht. Lebt nur einer von uns. Ich hoffe, das bin ich. Hier nichts. So, meine Herren. Naja, es ist fast rund gelaufen. Wie gesagt, das Ganze ein bisschen länger anzeigen lassen. Weil sie die Leute einfach mal länger ungeschützt lassen. Würde das alles deutlich besser laufen. Das Spiel doch auch so, dass die dann extra so laufen, dass man die nach und nach buchsen kann. Ja, klar, es gibt ja, wie gesagt, man soll wahrscheinlich auch hier die ganzen Ablenkungssachen noch nutzen, aber nicht so mein Stil. Eher der direkte und unkomplizierte Typ. Ich kann nicht mehr tragen. Die Fähigkeiten nerven mich dann da eigentlich nur. Was war denn hier? Bist du okay? War das das Erdbeben? Ich bin bei einer Ölraffinerie. Hier ist alles in die Luft geflogen. Nein, Jonah. Raus aus dem Kanal. Was? Sie hören mit. Okay. Ich finde dich. Ihr nicht einfach einen gesicherten Kanal nehmen können? Oder einen anderen? Hm, na gut, da oben geht's wohl nicht weiter. Mal ab nach unten. Ein Rezept für ein Halluzinogen wird manchmal im Krieg benutzt. Der sollte helfen. Wenn ich meine Pfeile damit benetze, habe ich einen Vorteil gegenüber Trinity. So, dann habe ich jetzt Furchtpfeile. Hm. Was bloß ein paar Furchtpfeile. Dafür habe ich nicht genug Platz. So, da haben wir zumindest schon mal genug Zeug da. Ja, genug eingesammelt. Ja, guck mal. Trinity kann von mir aus in diesem Dschungel verrotten. Und was den paititianischen Herrscher betrifft, nicht einmal er kann wirklich begreifen, was diese Schatulle ist. Ich jedoch tue es. Und ich weiß, sie sollte nicht von irgendjemandem benutzt werden. Das wäre eine Katastrophe. Nur die Reinsten unter uns sollten darüber entscheiden, wie die Macht der Schatulle genutzt wird. Deshalb muss ich sie verstecken. Suchen wir dann mal. Da ist noch ein bisschen XP rumgelaufen. Croft ist auf einem Vektor zu eurer Position. Ich wiederhole, Croft kommt zu euch. Oh Gott. Wir kriegen sie, Sir. Zeigt mir ihre Leiche und euer ganzes Team bekommt ein Decon-Training. Out. Ihr habt's gehört. Gehen wir es an.
Sie kommt nicht vorbei. Das ist unmöglich. Hey, wirst du es überleben? Ich bringe euch! Dann? Okay, das funktioniert dann doch ganz gut. Ich glaube, die machen sich ganz gut, die Pfeile hier. Okay. Wo bleibt die Verstärkung? Es gibt keine. Auch nicht für diesen Käfer. Können wir mal mehr Licht haben? Das Basislager kann mich kaum empfangen. Sobald das Ding hier läuft, verstärken wir dein Signal. Sie hat keine Chance. Ja, eigentlich. Wird die dann aber auch okay. Eher... Wie kriege ich das wieder zusammen? Auf die besser gepanzerten schicken. Eile. Wie schön. Wo bleibt die Verstärkung? Muss halt einiges los. Das wäre, glaube ich, da wäre ein Molotow-Cocktail ganz praktisch. Einer von euch hier durch? Ich habe hier abgeknickte Äste. Nö. Guck mal, gerade so. Alles richtig gemacht. Warum läuft er nicht? Genau, das hat sich auch gelohnt. Ja, zwei weniger. So, haben wir noch dich und deinen Generator hier. Wir den am sinnvollsten platt kriegen. Das war auch ausflippen lassen. Der gute Pfeil. Ich glaube, da sollte es tatsächlich einigermaßen nur ruhig sein hier gerade. Schön. Wir uns mal am Generator Boy. Na, du hast nichts gesehen. Ganz cool bleiben. Sollen wir sie denn stoppen? Frage ich mich auch schon die ganze Zeit. Okay, von hier bringt das irgendwie kalter nichts. Regen im Dschungel. Wer hätte das gedacht?
Dankeschön. Ich hasse es, in der Defensive zu sein. So, und ihr seid noch zu zweit da oben. Jetzt stehen wir genau am Nadelöhr, was? Ja, das ist der einzige Ausweg. Leider wird sie tot sein, bevor sie so weit kommt. Mir ist egal, wer sie umlegt. Sie muss sterben. Hey, drei Stück. Das ist nicht so angenehm. Selbst die Natur ist auf ihrer Seite. Brauchst du Hilfe? Verdammt! Heilige Scheiße! Er ist verrückt geworden! Oh mein Gott! Sind die beide platt? Nee. Mal um. Ich auch. So, ich hoffe, das waren alle. Daher würde ich sagen, wir beenden hier einfach mal die Folge. Ah, doch noch nicht. Da hinten rennt, glaube ich, noch jemand rum. Nachdem du ja netterweise ein Dings hast, keinen Helm auf hast, können wir dich einfach so wegkicken. Ja, das soll es aber dann tatsächlich mal gewesen sein für die Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr habt Spaß, seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.